Hübsche Mädchen, es reißt nicht ab, denn es geht gleich weiter. Deutschland hat gewählt. Germany's Next Topmodel heißt nicht Maria oder Mandy oder Angela, sondern Sarah. Normalerweise ist der Auftritt bei Wetten, dass der Höhepunkt einer großen Karriere. Bei ihr kommt er gleich am Anfang. Wir sind gespannt, wie ihre Karriere weitergeht. Aber wir helfen, wo wir können. Herzlich willkommen, Germany's Next Topmodel, Sarah Nuru. Eine Challenge für sich. Ha, mit den Hacken ja. So gehen, aber das ist der Catwalk. So muss es sein. Und Schleuderwende. Und zurück. Sarah Nuru. Hier sind sie. Wow. Blasi Domingo, Ralf Möller, Michelle Hi. Hunziker und Ciao. Otto. Oh, schön. Toll. Hallo. Oh, grazie. Oh, mit, sag mal Spanisch. Verdammt, ich kann nicht. Hi. Michelle. Ciao. Hier sind wir. Hoppala. Geht schon los. Von mir aus? Du warst so blass, bevor du angekommen bist. Bitte schön. Geh da hinten, geh da hinten. Oh. Wo sitzen wir? Komm, machen wir hier. Nicht alle zu mir, nicht alle zu mir. Nice. Machen wir. Bunt. Sarah, bitteschön. Wie viele Fans wie denen hat es gegeben schon? Wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist. Ist das anders als vorher? Wenn du ja. Vorher, ja, es ist total anders. Also ich werde jetzt plötzlich auf der Straße erkannt und jedes Mal bin ich immer wieder erstaunt, weil ich gehe ganz normal, gemütlich durch die Stadt und dann auf einmal kriege ich ein Autogramm. Und das ist mal so ungewohnt, weil ich habe mich noch gar nicht so drauf eingestellt. Aber ich freue mich natürlich, es ist immer toll. Vor allem, es sind so unterschiedliche Leute, nicht nur kleine Kinder, sondern von Omi bis zum Businessman im Anzug. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber der Businessman im Anzug, der erzählt zu Hause nicht, dass er dich getroffen hat. Die Oma es schon. Heißt, ja, es heißt, jedes Mal kann ich ein Foto für meine Frau machen. Okay. Okay. Von mir aus, solange sie nicht sauer wird. Was hat denn deine Mutti gesagt, als du gesagt hast, Mutti, ich bin's? Also, die war sprachlos. Alle waren sprachlos. Die haben es alle gehofft, aber nicht wirklich geglaubt. Und letztendlich, als dann mein Name fiel, waren die alle so glücklich und haben geweint und waren erleichtert. Und das ist so schön. Deine Eltern sind erst, glaube ich, Mitte der 80er Jahre aus Äthiopien nach Deutschland gekommen. Richtig, ja. Und du kommst aus Erding. Richtig, ich war das erste schwarze Baby im Erdinger Krankenhaus. Das oh, erste. Wow. Gott, schön. Ach, ist das, guck mal, ist das, sind das deine Schwestern? Ja. So viel Glück in einer Familie. Und sag mal, Schwestern sind ja schon manchmal eifersüchtig. Haben die beiden nicht gesagt, oh, warum die und warum nicht ich? Ich hoffe doch nicht. Also, nee, die sind super stolz auf mich und gönnen mir natürlich. Mhm. Nun habe ich gerade vorher Michelle gelobt, dass sie schon etwas länger als du in diesem Geschäft ist. Und sie hat sich überhaupt. Du hast das charmant gesagt. Stimmt schon, ja. Und sie hat sich überhaupt nicht verändert. Ich habe aber viele kennengelernt, die sofort eine Meise bekommen haben. Die gesagt haben, ich brauche einen Manager, ich brauche einen Leibwächter, ich brauche eine Limo. Wie hat sich dein Leben verändert? Bist du in irgendeiner Form gefährdet, dass du sagst, oh, ich bin ein Weltstar? Oder sagst du, ich bin immer noch aus Erding? Also ich bin immer noch aus Erding. Also mittlerweile wohne ich in München, aber mein Herz ist immer noch in Erding. Und ich habe eine Familie, die mich so unterstützt und mich immer auf dem Boden hält. Also es hat sich natürlich so viel verändert. Also ich werde erkannt und ich reise. Aber dennoch bin ich immer noch die Alte. Also ich habe keinen Grund, mich zu verändern. Was, wo warst du gerade in deinem Leben gestanden, bevor das losging? Auf Schule, Gymnasium? Ja, ja. Ich hatte noch ein Jahr vor mir. Und ich wusste letztendlich nicht wirklich, worauf ich mich da einlasse. Ich hätte niemals gedacht, dass ich gewinne. Und ja, jetzt stehe ich hier, sitze ja, hier. Ja, Mensch. Ah, super schön. Hat dir schon jemand gesagt, dass du gut aussiehst? Ey, danke. ja, so jetzt nicht. So charmant natürlich nicht. Tja, Domingo, Placido, das ist so unsere Art. Ne? Dass wir einfach I say it already, I say it. Ja. Ich sage already, beide, der Schwester auch. Ach so, war ich der Zweite mit dem Satz, ja. Na gut, aber knapp nach Placido. Sag mal,
Wie ernst nimmst du jetzt diesen Titel, Germany's Next Topmodel? Ich erinnere mich an die Zeiten, da hießen die Mannequins, dann gab es die Supermodels, jetzt gibt es die Topmodels. Sagst du, ich bin für den Rest meines Lebens Topmodel oder kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann einen Beruf ergreifst, Kinder kriegst, einen Mann hast, der in irgendeiner Form nichts mit dem Showgewerbe zu tun hat? Natürlich, also ich bin, glaube ich, nicht so naiv zu glauben, dass ich jetzt die Größte werde oder also von auf einmal. Also ich glaube schon, dass ich hart arbeiten muss und natürlich möchte ich das machen, aber so schnell mal oben ist, ist man auch so schnell wieder unten. Erste Angebot, kommt schon ein Oligarch und holt dich raus hier. Es gibt ja natürlich für ein Model auch immer die Frage, werde ich nun reich und berühmt? Ist das bei den Models schon so wie bei den Fußballern inzwischen? Also ich meine, was haben sie, glaube ich, Ronaldo 93 Millionen, Kaka 63 Millionen? Wäre mir nur recht. Ich glaube, Sat.1 hat der ARD 12 Euro für den Pocher gezahlt. Also insofern, es ist, inzwischen gibt es ja immer Ablösesummen. Aber bei den Models, bei, es geht ganz unten los, oder? Richtig, ja. Also, man fängt nicht gleich mit Traumgagen an. Schön wär's, aber nee, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also ich habe ja auch die Staffeln zuvor verfolgt und dachte, ach, das kann ich auch. Und dann, als ich dann dabei war, wirklich live, da war ich dann schon, das ein oder andere Mal ziemlich fertig. Aber es hat doch geklappt. Wann war denn das Geburtsjahr deiner Mutti? Jetzt hast du mich erwischt. Geburtstag also meiner Mama? Ungefähr, ein Geburtsjahr. Ja, 60. In den 60ern? Ja. Ja. Dann hat sie vielleicht als Kind auch einen Hula-Hop-Reifen gehabt. Erinnerst du dich? Das waren aber so Plastikteile. Otto, ich glaube, du, Hula-Hop ist noch... Hula-Hop kenne ich noch, ja. Hula-Hop kennst du noch, ne? Das kenne ich noch, ja. Diesem Sport hat Otto seine schlanke Taille zu verdanken. Du hast solche Spinnereien nie gemacht. Du hast immer Pumping Iron. Ja, ja, aber auch Bewegung gehört dazu. Also, ja. Also schon eine Herausforderung. Also ich mache hier keine große Kasperl-Theater, aber es weiß ja jeder, es ging so. Also man konnte es um Hals, man konnte es um die Knie und man konnte es so hier. Aber das ist... Also man hätte es können, aber die Chinesen können es einfach immer wieder besser, wenn es um Körperbeherrschung geht. Sarah. Lin Lin Ying aus Peking wettet, dass sie, nein, die heißt so. Die Stadt heißt so. Sie kommt wirklich aus Peking. Sie hat behauptet, dass sie 280 Hula-Hoop-Reifen gleichzeitig 15 Sekunden lang um ihren schlanken Körper schwingen lassen. 280, also jetzt ist nur noch 279, weil ich einen ausgespannt habe. Ja, dann. Aber ich stelle dir die junge Dame mal vor. Gerne. Sie ist ungefähr dein Alter, ein junges Ding. Aber noch ein bisschen zarter, glaube ich. Hier ist Lin Lin Ying und ihre Dolmetscherin Yang Ying Zhang. Soll ich mal mit? Guten Abend, Herr Thomas. Lin Lin, guten Abend. Guten Abend, Thomas. Guten Abend. Hallo. Bitte schön. Sag auch mal Hallo, ne? Ah, da ist sie ja, ja schon so wieder. Ja, so freundlich bin ich. Ja, sag mal guten Tag. Hi, hallo, Sarah. Also. Hallo. Hi. Ling Ling Ling, was heißt guten Tag auf Chinesisch? Ni hao. Ni guten hao. Tag oder guten Abend. Ni hao. Ni hao. Sie spricht die schöne Sprache Amharisch. Amharisch. Amharisch, war aber knapp dran. Ja. Das ist, spricht man in Äthiopien. Richtig. Dann sagen wir einfach mal auch in Äthiopien ist guten Abend. Dann hast du Ling. Jetzt sagen wir auch in Erdi guten Abend. Servus, wie geht's dir eigentlich? Super. Im Fernsehen, gell? Sarah ist im Fernsehen, das ist ein Wahnsinn. Und wir haben Gäste aus China, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Also, 280 Hula-Hoop-Reifen. Das klingt wie eine artistische Leistung, aber sie ist keine Artistin. Was machst du beruflich, Ling Ling? Er sagt, 280个圈，如果摇起来的话，听上去觉得很不容易。你可能是一个杂技演员，但是你又不是，那你到底你的职业是什么呢？我的职业是一名经理助理。 Also, sie ist beruflich Assistent in einer Exhibition-Firma. Also in einer Ausstellungsfirma ist sie Assistentin. Yeah. Ist das für dich Hobby oder hast du das aus irgendeinem Grund trainiert? Wie kamst du zum Hula-Hoop-Reifen drehen? Das ist deine Leidenschaft, oder hast du irgendeinen Grund, dass du diese Hula-Hoop-Reifen trainierst? Oder willst du trainieren? Ich bin erst einmal für die Abnahme, dann habe ich immer 280 Hula-Hoop-Reifen. Sie liebt einfach tanzen, tanzt ganz gerne, um schöne Figuren zu kriegen. Und dann hat sie eigentlich so geübt, um einfach ganz schmale Teile
zu kriegen. Und aber sage, jetzt ist Schluss. Ja, das ist das Wege, ich bin ganz schön. Das merke ich mir. Ja. Oh, so eine Taille. Sag mal, also 280 Hula-Hop-Reifen in dieser Bewegung. Ja. Boah. Wenn das jetzt 1 Milliarde Chinesen gleichzeitig machen, dreht sich die Erde dann andersrum? 如果说是这么多很多大约是有100万中国人的话也在这边看的话你也是这么摇吗？对，呀。 Ja, also dann sind wir froh, dass es nur du heute bist. Wow. Guck, also es ist das der ganze. Wie viel wiegt denn das Ganze? Das ist der ein Hula-Hoop-Reifen ist leicht, aber wie viel wiegt das so ungefähr? Wie viel Kilo? Ja, Wurst, Pfund, Kilo. Okay.